Darüber. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Nee, du warst da schon drin. Also, wie sicher soll's werden? Gut, beim letzten Mal waren wir zu zweit da drin. Das ist natürlich ein valider Einwand. Aber seitdem sind wir viel stärker geworden. Rebellion. So, sind die Gegner respawned? Okay. Naja, zumindest die kleinen Drecksviecher sind wieder da. Rebellion. Ja, das ist ärgerlich, wenn man sowas halt zweimal machen muss, aber wir gucken einfach mal. Was liegt da? Ein Sumpfgradler. Ich war gerade noch am Zauberset wechseln. So, da kommt keine Mega-Power-Tränke mehr. Ja, das ist okay. Da ist eine Motte, die wir aber wahrscheinlich nicht brauchen, weil wir ja eigentlich schon alles aufgemacht haben. Hoffe ich. Gucken wir mal. Da sind zumindest noch Truhen, die wir noch nicht mitgenommen haben. Wenn da jetzt nicht überall nur Mega-Power-Tränke drin sind, dann finden wir es ja vielleicht. Die Truhe wird es nicht sein. Das ist nie eine Sammlungstruhe, wenn ich das so richtig im Sinn habe. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwelche Geheimgänge öffnen, wenn wir Dinge rausziehen. Weil eigentlich sieht es aus, als müssten wir hier lang. Aber das ist halt eine massive Wand. Die ist auch kein Triggerpunkt. Da versuche ich es jetzt gar nicht erst mit Bombarder oder sowas. Yay, wir haben noch 10 Galeonen gefunden. Das hat sich doch richtig gelohnt jetzt. Hier scheint es auch noch einen Weg zu geben. Ah, der ist nicht oben. Ich dachte gerade, da wäre vielleicht oben, aber nein. Auch hier keine Triggerpunkte. Wir laufen erstmal durch. Wenn wir die Karte aufgedeckt haben, wissen wir vielleicht mehr. Wobei wir auch wieder keine Karte im Zugriff haben. Rebellion. Ja, ich erinnere mich. Das haben wir getan. Ich erinnere mich auch hieran. Akir. Obwohl das ein bisschen leer ist. Das macht Rebellion. Aber alles nur die Gräber auf. Da kommen wir nicht hoch. Ja, gut, was soll's. Wollte ich gar nicht. Rebellion. Zum Glück sind ja nicht so viele Gegner hier. Vielleicht sind ja die Orte, wo Gegner sind, ein Hinweis darauf, wo wir noch nicht waren. Ist das eine Truhe, die wir plündern können? Die, die haben wir schon geplündert. Dann gehe ich davon aus, dass wir hier auch schon waren. Das heißt aber, dass wir da überall schon waren, auch wo die Sumpfgradler offenbar respawned sind. Aber das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Hier ist der Baum, okay. Rebellion. Hier ist quasi Ende gewesen. Und hier sind auch keine Truhen. Gut, hier war quasi das Ziel unseres Wirkens hier. Dann gehen wir wieder zurück. So, dann da wieder raus. Hier geht's auch nicht lang, obwohl das kurz aussah. Da ist aber auch eine leere Truhe. Okay. Uns fehlt irgendwie so ein Weg.
Da gibt es auch noch Steine zu sprengen. Da geht es nicht durch. Da ist, glaube ich, nur zum Gucken. Genau. Da sind wir reingekommen, richtig? Dann gucken wir jetzt hier. Ne, hier war aber auch nur eine Monte. Gehen wir woanders hin, verfrachtet haben. Da ist noch eine Truhe. Das ist der Mega-Power-Trank. Genau. Warum leuchtet die denn da oben? Ich bin mir fast sicher, dass wir da waren. Lumos. Aber wir haben nichts mehr, wo wir sie aufspießen können, oder? Oder haben wir noch was? Wie war denn das? Haben wir uns hier nicht hochgedreht? Also ist das nicht so eine Plattform, die wir hochgeschraubt haben über die Motte? Ah, hier rein. War das nicht so? Nein, ich blieb nicht. Ja, genau. Was meine ich doch? Genau so war das doch. Das ist zu wenig. So, jetzt da hoch und dann da vorne hoch. Und da ist dann wahrscheinlich wieder ein Mega-Power-Tank drin, den wir nicht brauchen. Nö. Die leuchtet einfach so noch fröhlich vor sich hin. Okay, aber das hilft jetzt erstmal noch nicht so sehr. Hier können wir nur gucken. Das bringt ja nichts. Und wir wissen, wie wir da hinkommen. Das bringt also auch nichts. Hier ist laut Karte unten, würde es hier lang gehen. Aber hier geht's halt nicht lang. Da der Weg ist versperrt. Wurde angelegt von jenen, die tot sind. Und die Toten halten ihn. Und theoretisch ginge es hier auch noch lang. Laut Karte. Und das würde sogar Sinn machen, weil da steht eine Truhe. Und da ist noch was zum aus der Wand ziehen. Also versuche es jetzt doch die Wand zu sprengen, aber ich denke nicht, dass es funktionieren wird. Nein. Und wir haben schon wieder was getrunken. Dann sollten wir jetzt den Trank wechseln, weil ja, zum Beispiel den da, weil zwei kann ich einfach zu Hause wieder mitnehmen. Die haben wir auf jeden Fall vorrätig. Oder es gibt einen Weg vom Baum aus zurück. Und nicht nur raus. Das wäre jetzt so die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Sonst wüsste ich nicht, wie wir noch an die letzten Truhen hier kommen können. Wir brauchen sie auch nicht. Wirklich nicht. Aber ich würde es halt schon gerne mitnehmen. Weil es ist da. Es gehört zum Spiel. Revelio. Ja, hier können wir wieder runterspringen, wenn wir das wollen, aber das würde uns nicht helfen. Mütterichzweig. Nee, hier hoch und woanders runterklettern können wir auch nicht. Da geht's auch nicht durch. Revelio. Da kommen wir nur zurück. Tja.
Und hier sind die diversen Wupper. Ich weset net. Das wäre dann auch sowas, wo ich sagen würde, bevor wir hier noch mehr Zeit vergeuden, ich schaue es mir noch mal alleine an. Irgendwo muss hier ja was sein, wie wir da noch weiterkommen. Bestimmt irgendwo was rausziehen, reindrücken, noch mal mit irgendeiner Motte irgendwo aufspießen und im Kreis drehen. Ich probiere das aus. Wenn ich es rausgefunden habe, kommen wir hier drauf zurück. Schade. Das ist nicht so erfolgreich heute, wie ich mir das gewünscht hätte. Das war nur wieder die Tour mit dem Mega-Power. Das ist auch kein Weg irgendwie oben rum oder so. Da sind wir reingekommen und da war... Rebellion. Die Pilze, Münzen. Warum sind hier noch Münzen? Das heißt, wir waren hier noch nicht. Aber hier gibt es auch keine Interaktionspunkte. Auch nichts, wo man irgendwie eine Motte aufspießen könnte. Rebellion. Und auch sonst keine Dinge, die wir hier noch tun können. Schade! Na gut, dann auf zum nächsten Punkt. Bringt ja nichts. Ich krieg das Ding schon noch. Gut, dann sind wir hier unten aber soweit durch. Dann holen wir uns jetzt... Das ist, glaube ich, auch nur ein Versteck. Das ist kein Lager. Da ist noch ein Lager. Gut, da haben wir alles, da haben wir zwei. Wir gehen jetzt zu dem Lager. Moment, da war doch noch... Haben wir hier oben alles? Eins von eins, eins von eins. Da ist das Schatzversteck. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch ein Schatzversteck mit einem Schlüssel einfach nur. Also mit einem Alohomora 3. Dann holen wir uns das erstmal eben. Achso, lila. Lila, nicht gelb. Das ist nicht die Alohomora-Tür. Das ist einfach nur, geh auf. Wo war die denn? Das ist ja jetzt unangenehm. Rebellion. Da steht einfach so eine Truhe rum. Das ist ja mal einfach. Das freut mich doch direkt. Schuluniform mit Schottenmusterweste. Und da dann Inferius vor der Tür steht, können wir eigentlich mal eben unsere blaue Leiste voll machen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ja, kein Schaden. Jetzt kann man die Kombo so wunderbar in die Höhe treiben. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht das Spannendste, aber wir können beim nächsten Mal wieder schön rumzaubern. Wenn wir jetzt die Probe hier noch einsammeln, dann müsste es eigentlich reichen, oder? Das sieht doch sehr gut aus. Das war der falsche. So, und wir sind wieder voll. Sehr gut. Dann jetzt runter zum... Wo war denn das Ding zum Knacken? War das nicht hier unten irgendwo? Wenn hier ist auch noch ganz viel, das wir abgrasen müssen. Aber eins nach dem anderen. Wir machen jetzt das Banditenlager. Da fehlt uns auch noch eine Truhe und ein Punkt. Okay, Plan ist das hier. Dann holen wir uns da die drei Punkte noch, vielleicht vier.
Und dann machen wir wieder eine Quest. Dann reicht's auch. Das kann sich doch keiner so lange angucken, wie hier nichts passiert. Das ist doch komplett langweilig. Für mich nicht. Ich hab Spaß. Revelio. Ja, da ist auch noch. War noch Gedöns. Sie haben einen Höhlentroll. Und wir wissen schon genau, was wir bei der Prüfung zu tun haben. Sehr gut. Dinge zerschmettern. Ein schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Stimmt. Wenn du keine Steine wirfst, ist alles gut. Und ich sag noch, solange du keine Steine wirfst. Na gut. Komm, trink. So, weg damit. Kurzi. Womit genau? Eigentlich geht das ganz gut mit dem davon. Komm. Jo, da hinten haben wir noch zwei heiße Gesellen. So, ihr könnt euch miteinander vergnügen. Da oben, der kann sich nicht entscheiden. Gut, wo war die Truhe? Die haben wir doch schon gesehen gehabt. Da ist die Truhe. Nicht besonders klug zurückzukommen. Ertauben 2. Wer hatte jetzt ein Problem mit mir? Wir können das gerne klären. Protego! Du da oben hast ein Problem mit mir? Was ist bei dir kaputt? Contrigo! Wie unverschämt! Finde ich auch. Tschüss! Truhe plündern und gehen. Sowas von unverschämt. Gut, ja, jetzt haben wir hier echt noch was aufgetan. Das ist doch ärgerlich. Nehmen wir mit. Stimmt, habe ich ja sogar gesagt. Wir wissen ja schon, was zu tun ist. Einfach ein paar Dinge zerschmettern. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung mehr. Ja, und wir wissen auch, was wir zu tun haben. Dinge zerschmettern. Wir drehen uns im Kreis so ein bisschen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht's los. Jo, das sind die ersten drei. Da ist auch noch eine Kiste. Dann sind da nochmal drei. Revelio. Oh, dann ist da Mondstein, den wir wirklich absolut überhaupt gar nicht mehr brauchen. Warum nehme ich den mit? Achso, weil er da ist, richtig. Gut erkannt, dann haben wir da nochmal drei. Da wäre selbst mehr das war's. So, die Frage ist jetzt, ob wir uns da nochmal... Komm, wir porten uns erstmal dahin. Die Seite ist ja offenbar direkt bei der Flamme. Oh ja, da ist sie. Revelio. Alter Kompass! Die Tatsache, dass dieser alte Muggelkompass hier fallen gelassen wurde, bedeutet wahrscheinlich, dass der Muggel, der ihn verloren hat, mittlerweile durch Wales wandert. Sehr schön! Kommt auf einen Vier, Alter. Ist vielleicht ist er ja auch einfach gar nicht mehr da. So, damit haben wir das eine. Dann haben wir... da eine Prüfung Merlins, für die wir irgendwie komplett woanders hin müssen. Dann haben wir... da müssen wir auch komplett woanders für hin. Können wir hier fliegen? Wir können von hier aus fliegen. Okay.
Wir kommen irgendwann auch unten an, glaube ich. Aha. Hm, schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Was ist denn das? Grab des Verrats. Wir gehen da nicht rein. Wir hatten da noch keine Quest zu. Ich gehe davon aus, dass wir dazu noch eine Quest bekommen. Das wäre ja komplett Quatsch, da jetzt reinzugehen. Dann nehmen wir die noch mit und dann machen wir wieder eine Quest. Wir müssen hüpfen. Wir werden natürlich nicht hüpfen, ganz klar. So. Hüpf. 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 Ja, ich bin faul, das ist wichtig. So, jetzt reicht's aber auch. Quest. Und zwar, wir haben mindestens noch eine Nebenquest, der Mann hinter den Monden. Vorgeschlagen Stufe 11. Wie soll man denn auf Stufe 11 Alohomora 3 haben? Wo müssen wir denn da eigentlich... Wir müssen nirgendwo hin. Hä? Sprich mit Piers Pemberton. Eulenpost, bla bla bla. In Hogsmeade einen Besuch abstatten. Okay, erstmal nach Hogsmeade. Da sollen wir hin. Okay.